damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play OMSI 2, der Omnibus Simulator, heute mit einer Sonderfolge von Berlin Spandau. Eigentlich ist ja heute kein Video, morgen kommt das Weihnachtsspecial, nicht verpassen, morgen 14 Uhr. Und ja, heute große Überraschung, heute endlich raus, der neue Scania Citywide. Oh, der Bus nervt mich gerade mal, warte mal, schwul mal ein bisschen vor. So. Also, ja, er ist endlich draußen, der Scania Citywide. Er ist wahrscheinlich schon seit einem halben Jahr fertig, aber nun ist er wirklich veröffentlicht worden von Altea mal wieder, der ja schon den Super Citaro und den Super Solaris gebaut hat und nun das nächste BVG-Fahrzeug. Ja, wir wollen eine ganz kurze Testfahrt hier auf Spandau, modern M&Z Version 2.1 oder so machen. Auf jeden Fall die zweite Version. Aber die Map ist eigentlich unwichtig. Wir gucken uns den Bus einfach mal erstmal von außen an. Das ist der neue Scania Citywide GN14. Von dem habe ich schon eine reale Busmitfahrt veröffentlicht. Könnt ihr gerne mal jetzt hier unten rechts in der Ecke klicken, wenn ihr euch das nochmal ansehen wollt. Ich werde es auch zum Ende nochmal verlinken, ganz klar, ne? So, wir haben hier also den Wagen 4452 mit einem. Müsste eigentlich hier irgendwo hängen. Habe ich noch gar nicht gesehen. Vielleicht wäre er auch hier unten drin, ne? Ist egal, wir fahren bis Rathaus Spandau, M37er. Ganz kurze Fahrt. Was bleiben die denn da stehen, ey? Boah, sind die dumm. Oh, und jetzt springt der Bus gerade. Habt ihr das gesehen? Das habe ich schon auf anderen Karten gehabt. Das ist sehr suboptimal. Das kann ich mir aber nicht vorstellen, dass das hier auf der Map auch so ist. Auch wenn es jetzt gerade nicht so optimal ist mit der Performance. So, dann haben wir hier Knöpfe. Ja, die brauchen uns gar nicht zu interessieren. Das sind alles so Zusatzknöpfe. Hier haben wir die Feststellbremse. Und hier könnt ihr halt jeden Scheiß einstellen. Also hier, das ist wahrscheinlich so, wenn ihr Schulbus habt, ne? Schulbus könnt ihr ja einstellen. Und so, also totaler Quatsch. Hier haben wir, dass der Bus sich absenken kann und wieder hochsenken kann und all so ein Scheiß. Eigentlich nur Spielerei in meinen Augen. So, hier Fenster. So ähnlich wie beim Solaris sind auch dieselben Sounds wie vom Solaris. So, und jetzt kommen wir also mal zum Innenraum. Also, ich würde mal gerne ganz vorne. Ja, jetzt sind wir ganz vorne. Alles klar. So, dann kommt ihr hier rein. Ja, also dann seht ihr erstmal bis zur ersten Tür sind das nur. Hier vorne ist noch gar kein Sitzplatz, oder? Sind das 1, 2, 3, 4. 4 Sitzplätze. Ja, also ist wie in der Realität ein bisschen wenig Platz. So, dann haben wir hier innen drin diese Innenanzeige. Diese funktioniert nicht. Also, Elektrik ist da schon an, die müsste eigentlich laufen. In meinen Augen liegt es auch nicht daran. Ich hätte mir sonst gedacht, ja, vielleicht ist irgendwo ein Knopf, wo ich die an- und ein- und ausschalten muss. Nö. Habe ich nicht gefunden. Und ich denke mal auch, guckt euch mal. Also, das Objekt ist echt nicht wirklich scharf. Also, ich glaube, dass das einfach gar nicht funktioniert. Das ist das Objekt einfach zu unscharf. Das ist nur so hingeklatscht. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch das S-Bahn-Netz, ja, von Berlin. Und U-Bahn ist auch mit drauf? Eigentlich schon, ja. Ist auch mit drauf, genau. Und hier der S-Bahn-Ring. Genau, ja. Eben das Standardnetz. Das kennt eigentlich jeder, möchte ich sagen. Auch wenn man nicht aus Berlin kommt. So. So, dann hören wir uns mal den Sound an. Ja. Sehr leise, hört sich an wie so ein russischer Bus. Türsound. Moment. So, ihr merkt, das ist dasselbe wie beim Solaris. Also der Bus hat echt sehr viel vom Solaris, muss man einfach sagen. So. Ja. Ach hier. Moment, da. Haben wir auch wieder ein schönes Bild mit reingefügt. Das ist so ähnlich wie bei der BVG. Schick. So, wir haben alles eingestellt. Fahren wir mal los, würde ich sagen. Vorzug ist noch ein bisschen gering. Na, will er, oder? Er will nicht, oder? Will er Vorzug? Ne, hat keinen Bock, ne? Merkt er das?
Der gibt nicht Gas. Warum nicht? Verstehe ich nicht. Warum gibt er jetzt nicht Gas? Ach, hier habe ich hier irgendwas verstellt wieder. Bestimmt, ne? Bestimmt wieder irgendwas eingestellt. Eben, weil ich auf alle Knöpfe gedrückt habe. Könnte ich wetten. So, jetzt. Alles klar. Hatte noch die Türfreigabe drin, ne? Ich finde das blöd. Also die Türfreigabe ist nicht das hier. Wenn ich hier Türfreigabe auf Tastatur drücke, dann geht das hier nicht, dieser Knopf. Das ist scheiße. So, dann. Bisschen Vorratsdruck, ja. Hier, das ist, weiß ich nicht, ob das Solaris ist, so ein bisschen Solaris und ein bisschen vom Doppeldecker, ne? Vom Line CDDD. Wo ja auch schon dieses BVG Ibis, sag ich mal, verwendet wurde. So. Also ihr habt das gerade schon gemerkt beim Bremsen. Das ist eigentlich wie beim Solaris. Wir hören uns das nachher beim Fahren nochmal an. Ja, hört sich auch so ein bisschen wie der Solaris an beim Anfahren. Warum springt der Bus hier, Leute? Ich verstehe das nicht. Die Performance wirklich so scheiße, Mann. Ja, anscheinend schon, ne? Performance spackt echt, oder ist das der Bus, der so rumspackt? Also, kann es mir eigentlich nicht erklären. Paul Gerhard Ring. Jetzt hat er schon weitergeschaltet, der Trottel. Der lenkt sich echt komisch, das muss man echt mal so sagen. Also ich bin ja Solaris und Mercedes gewöhnt. Deswegen. So, dann kommen Sie mal rein hier. Jo. Eieiei. Also auch diese kleine Kamera an der Seite hat man auch realisiert. Also ist das wirklich so, dass das nur wegen der Performance, dass der so geht er gar nicht gerade. Aber hört sich von außen gar nicht so schlecht an. Nur halt beim Bremsen. Müsst ihr mal reinhören. Moment. Das ist wirklich 1 zu 1 vom Solaris kopiert. Ist Performance so scheiße bei mir? Nee, ist. Nee, hier ist bei. Immer noch bei 20. Ist zwar nicht optimal, aber. Ja, und jetzt fahre ich wieder scheiße, ne? So, wir unterbrechen mal kurz die Aufnahme hier. Moment. So, also viel besser war das eben nicht. Also. Nee, das wird gar nichts mit dem Bus. Das liegt aber nicht an der Performance. Glaub mir das mal. Aber von innen sieht er auch nicht so schlecht aus. Also hier das M37. Ich finde die Matrix, die ist eigentlich die normale Standard-Matrix. Ja, halt die Fresse da hinten. Nur halt jetzt weiß. Also richtig wie so eine Top-Moderne sieht die nicht aus. So, anderer Vorschlag. Anderer Vorschlag. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, ich mach mal eine andere Tageszeit rein. So, dann fahren wir jetzt eben ohne Fahrplan weiter. Ist mir doch egal. Aber der hoppelt nach wie vor so. Also ist ja nicht auszuhalten. Ja, guckt ihr das doch mal an hier. Hallo, Junge. Ich meine, das kann doch nicht an der Performance liegen, Leute. Die gerade echt nicht gut ist, aber. Mal sehen. Boah, der Spiegel sieht auch. Oh, es sind drei Spiegel da, ne? Also. Der ist schon Hallo. Krass, der Bus hier. Hallo. Einmal kurz, Strecke Schüler, bitte. Ja. Auch komisch zu verkaufen hier, die Fahrscheine. Ich sehe gar nicht, wo das Geld rauskommt. Das kommt also bei Ihnen nämlich. Ich glaube, Sie haben mir zu viel Rückgeld. Ja, leck mich doch am Arsch, Junge. So. Also, es ist ganz komischer Bus, ein skandinavischer Bus. Deswegen, also man hört die Sounds hier innen drinne sehr leise, deswegen nicht wundern bitte. So, ich lasse ihn jetzt mal wackeln hier. Aber jetzt fährt er wenigstens einigermaßen normal. Nächste Haltestelle Wasserwerkstraße. Oder? Ich weiß es gar nicht. Kommen wir mal durcheinander hier. Nicht gesehen. Der Bremsvorgang ist wirklich wie beim Solaris, also da muss so ein bisschen was gemacht werden.
Da werden wieder einige Leute im Bus machen, ganz klar. Ne, am Kiesteich heißt es jetzt. Okay, hieß früher Wasserwerkstraße. Hab grad mal ausgetestet. Also Haltestellenbremse funktioniert anscheinend. Man hört nur keinen Sound von der Haltestellenbremse. Die habe ich jetzt drinnen, nehme ich gerade. Jetzt nehme ich sie wieder raus. Und der Bus bleibt stehen. Also anscheinend funktioniert die Haltestellenbremse, aber man hört da keinen Sound. Also das ist ein bisschen komisch gemacht. Also ein ganz komischer Bus, muss ich ehrlich mal sagen. Boah, Alter, wie der um die Kurve fährt, Alter. Das ist unfassbar, ist das. Alter. Wir machen das gleich mal in der Außenperspektive. Mal sehen, wie der da dann so fährt. Also fährt sich echt ganz, ganz komisch. Ich war immer noch nicht so, also bin immer noch so weit weg vom Bürgersteig, ja, ist auch selten. Alter, ganz, ganz komisch. Ganz komischer Bus. Vom Fahrverhalten. Aber da würde es auf jeden Fall nochmal einen Hotfix geben. Das ist halt wirklich nur jetzt der Release, die Release-Version hier. Da wird es einen Hotfix geben, da wird es einen Soundfix geben, Texturenfix, da wird es alles geben noch. Sag ich euch. Diesen Bus gibt es natürlich nur als Gelenkbus für alle, die das wissen wollen. So eine Busse hat ja die BVG keine. Deshalb gibt es auch hier nur den Gelenkbus. So, Manfred. Was ich auch komisch fand, es gab kein Handtuch, keine Readme, gar nichts. Es gab nur diesen Vehicles-Ordner. Es gab, wo da halt dieser Scania drin war. Sozusagen. Also es gab eigentlich nur den Scania-Ordner. Den musstest du in den Vehicles-Ordner reinfügen. Mehr gab es halt in dieser ZIP-Datei nicht. Das ist so komisch gewesen. Das nervt mich schon, dieses Bremsen, das ist wirklich wie beim Solaris, ey. Und hier auch dieses Dödödüm, hier dieses, wenn ich bremse, ne? Dieses Knirschen da. Ist auch vom Solaris. Beziehungsweise MAN hat das ja auch, also das haben viele Busse. Ist vielleicht sogar realistischer, aber es hat genau exakt derselbe Ton, derselbe Sound. So wie die mit, oder was? So, schade, dass ich hier wieder eine Kameraperspektive nach links gehen muss, um den Außenspiegel zu sehen. Das ist ein bisschen schade. Das war ja beim C2 vom Gladbecker dann anders. Also auch hier, wenn ich in den Rückspiegel, also in den Spiegel für den Fahrgastraum gucken muss, will, dann muss ich hier oben hingehen. Was bringt es für den Fahrer, dass er sich hier selbst sieht und nur die Hälfte vom Fahrgastraum sieht? Also eigentlich gar nichts. Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, den Bus mal runterzuladen, ist ja kostenlos. Und dann einfach euch regelmäßig dann die Mods zu holen dafür und Soundpacks, je nachdem. Ja, der Blinker ist auch sehr lustig. Den hörst du hier sogar im Fahrgastraum sehr laut. Schlecht. Na, wobei, aber auch nicht gut. Also, dass der Sound so leise ist, kann ich ja verstehen. Das ist ja ein Gelenkbus, wo der Motor ja hinten ist und nicht vorne. Ist klar, dass man das vorne nicht so gut hört, aber ich finde es gerade geil, wenn man da den Sound hört. Deswegen fahre ich auch lieber Solo-Busse um sie. Jetzt wackelt der Bus aber nicht mehr so.
Ja, ich bin nur einmal auf Kickdown, also einmal das Gaspedal voll durch. So. Ja, dann meckern sie gleich, also das funktioniert auch noch nicht so richtig hier. Ja, wenn ich ein bisschen stärker bremse, Alter. Hier, seht ihr das? Der bremst nicht richtig. Da musst du wirklich 1000 Meter vorher musst du schon bremsen, wenn du stehen willst. Echt. Ich meine, mag sein, dass es realistisch ist, aber glaube ich eher nicht. Selbst wenn es so wäre, würde ich da gerne eine Veränderung haben hier in Ormsee. Weil das scheiße ist. Ich weiß nicht, skandinavische Busse, ich weiß nicht, ob das um eins ist. Bin ich im Allgemeinen nicht so der Fan, nämlich. Aber muss jeder selbst wissen, ne? So, will noch jemand mit? Nein, dann eben nicht. So, wieder Haltestellenbremse. Ganz komisch, also. Also Innenraum nochmal. Ja, also hier BVG, alles, ne? Man hat das schon gut umgesetzt, muss man sagen. Hört sich auch von außen nicht ganz so schlecht an. Ist okay, ich würde dem Bus jetzt, was weiß ich, würde ihm eine gute 3 mit Aussicht auf 2 bis 1 sogar geben. Aber wenn du den Bot wirklich, den Bus wirklich moddest, dann ist in dem Bus echt noch Riesenpotenzial, also muss man echt sagen. Nur ist halt immer die Frage, ne? Scania fährt halt auch nicht überall in Deutschland rum. BVG hat sich nun für Scania und VDL entschieden. Und eben nicht für Mercedes, eben zum Beispiel ein C2, ja. Hat BVG nicht zugeschlagen. Natürlich, man hat Testmodelle, na klar. BVG hat einige Testmodelle. Auch die Subunternehmer der BVG haben welche. Ne? Aber BVG an sich hat halt nicht gesagt, ja, Mercedes schickt uns mal, was weiß ich, 100 Stück von denen. Sondern haben sie eben bei VDL jeweils mit den, Entschuldigung, mit den Solobussen. Ja, und bei Scania eben Gelenkbusse bestellt. Doppeldecker muss man halt mal sehen. Da sind sie ja noch am Testen fleißig. Also Doppeldecker war ja bisher MAN. Bino 18 waren ja die Gelenkbusse bei der BVG. Gab ja natürlich auch noch die alten MAN, aber auch die hat man peu à peu ausgemustert. Aber die Solars sind teilweise auch nicht mehr vom allerfeinsten. Also muss man einfach sagen. Und die Mercedes-Busse auch schon gar nicht, die ganz alten. So, ich habe auch gerade schon die erste Info reinbekommen. Es soll schon für die Matrix einen Mod geben. Irgendwie Chura, Krüger, Plus oder so. Ja, also ihr merkt schon, der erste Mod ist schon da. Wenige Stunden nach Release. Ich denke mal, das wird schon was hier. Das wird super werden. Das wird noch ein super Bus. Ja, also das Fahrverhalten muss auf jeden Fall noch gepatcht werden. Gefällt mir noch nicht so. Eieiei. Hallo. Hallo. Ja, schnelle Beine bitte. Hallo. Einmal normal. Ja.
So, wir erreichen dann Rathaus Spandau. Unsere Endhaltestelle. Das wirkt schon wieder sehr realistisch hier. Ich lasse ihn jetzt mal wackeln hier. Wenigstens fahre ich wieder im Auto. Ja, halt die Fresse da hinten. So, bitte alles aussteigen. So, und dann sind wir am Ende. Motor aus. Also, das war das erste kurze Vorstellungsvideo für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Unten links Kanal abonnieren, unten rechts nochmal das reale Video sehen. Da sind wir hier gestartet am Rathaus Spandau. Also gerne das nochmal gönnen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.